Also hier ist das Rathaus oder die Meisterhütte definitiv zu klein und damit willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Jo, gegen Gleichgesinnte, beziehungsweise gegen, ja, nicht Gleichgesinnte, aber es ist immer witzig hier im Clan, wo bin ich denn eigentlich, im Clan Herausforderer, dass wir ja so Abendsucher sind und ja, wenn man so Abendsucher ist in Deutschland, dann trifft man oftmals auf Abendsucher in Deutschland und wir haben mal wieder einen Abendsucher-Clan hier im Matchmaking gehabt, nämlich die starken Sachsen, Grüße auf jeden Fall, nach drüben. Und also ich meine nicht nach drüben, ich meine nur nach drüben in den Clan, ne? Das dürft ihr jetzt nicht falsch verstehen. Und ist natürlich sehr, sehr cool. Man guckt sich dann die Bases, ja, weiß ich nicht, vorher, nachher an. Bei liegt hier schon, man Heder Mini liegt ja auch schon, aber wir wollen ein bisschen was live machen, wir wollen ein bisschen clashen. Das habt ihr euch die ganzen Tage vor allen Dingen nicht gesehen, weil ich in dem anderen Spiel ziemlich hart versumpfe und so ein bisschen das Clashen vergesse, will ich aber eigentlich gar nicht, deswegen habe ich ein bisschen vorgebaut und möchte ganz gerne mit euch hier diese etwas ältere Base attacken. Oh, genau weiß ich nur noch nicht, wie ich es mache. Ich habe mal wieder Hox am Start, mal sehen, was hier rauskommt. Ich kann mir vorstellen, dass dort die Superlakaien rauskommen und da habe ich natürlich mal ein kleines Problem. Ich habe aber zwei Gift dabei. Und wir haben eine Kaserne, also wenn schon Hox, dann immer mehr Hox, würde ich sagen. Und dann gehen wir in jedem Fall rein. Wir schicken hier einen Golem, einen Magier, einen Bowler, zwei Bowler, drei Bowler, vier Bowler. Und wir nehmen hier noch einen Golem. Mal sehen. Die Mauerbrecher hier mit rein. Muss aber hier auf jeden Fall so ein bisschen besser funneln, glaube ich. Dass meine Bowler hier auch mit reingehen gleich. Oh, die gehen aber alle außen rum. Okay, King geht aber rein. Okay, King geht aber hier mit rein. Aber jetzt müssen wir gucken, was in der Clanburg ist. Denn meine Queen ist da gerade ganz, ganz weit weg. Und was haben wir da drin? Ja, ich habe es mir gedacht. Ich habe es mir gedacht, dass wir das da drin haben. Und da reicht leider ein Gift nicht. Das ist das Doofe. Da reicht leider ein Gift nicht. Das ist immer ein bisschen doof. Aber ich hoffe, das hat funktioniert dort in der Mitte. Sieht aber noch ganz gut aus. Und der Dicke ist auch noch dort am Kämpfen. Alles klar, nehmen wir mal den ersten Heilzauber hier. Hier lassen wir die mitlaufen. Und oh, 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 oh. So, jetzt muss ich gerade gucken, wo meine Hocks hingehen. Oh, die gehen hier in den Flächenschaden rein. Okay. Hier unten können wir noch kein Cleanup machen auf der Seite. Ich habe hier übrigens noch Moorhawks drin. So, da lasse ich die hier mal durch den Heil gleich reiten. Aber das sollte eigentlich passen. Das sollte eigentlich passen. Also doch noch nicht alles verlernt, würde ich sagen. Und Queen macht da ganz in Ruhe das Rathaus. Wunderbar. Können wir hier auch Cleanupen, also drei Sterne. Auf unserer Seite, ja, kann ich ja doch noch ein bisschen, so ist es nicht. Jetzt wollte ich gerade wieder sagen, die Base war jetzt auch nicht so stark. Die war wirklich nicht so stark. Bis auf, dass ich natürlich wieder mit den Super Minions ganz, ganz nett gerechnet habe, also gar keine Frage. Mit denen habe ich gerechnet und den Elver können wir uns allerdings nicht mehr vornehmen. Der ist dann schon ein bisschen, ja, der ist schon ein bisschen stärker, zumindest für unseren Zehner, würde ich sagen. Mal sehen. Aber ich glaube, wir können mal mit den Hoxie ein bisschen weitermachen. Quick Train die mal, obwohl ich eigentlich einen Helden machen muss. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Dunkles ausgegeben. Ich habe die Helden hier ja noch nicht so hoch. 32er Queen, 30er King. Ohne 31er King. Und habe hier aber auch keine. Halt nicht sellen. Oh, ich habe hier noch eine dunkle Rune. Ein Heldenbuch. Okay, da müssen wir in jedem Fall mal ein bisschen was machen. Wenn der Clankrieg hier vorbei ist. Aber ich würde sagen, wir gehen mit dem nächsten rein. Der nächste wäre jetzt der Donnerbengel für mich. Den habe ich hier markiert, auf der Flanke hier. Und das Dorf gucken wir uns gleich auch an. Also man guckt ja immer so ein bisschen über die Dörfer. Stark, nein, gerascht, ja, vielleicht auch nicht. Ist unterschiedlich. Die Sachsen sind immerhin auch schon Level 20. Und das wird man auch nicht so ohne weiteres. 386 ist auch nicht so ultra viel. Da kenne ich andere Clans, die sind Clan Level 20 und haben da über 500, 600 Siege. Je nachdem, wie groß oder klein man natürlich die Kriege hier
gestaltet und wie auch die Clanspiele sind, da gibt es ja auch immer Punkte etc. Aber mal sehen, eine kleine Streak haben die auf jeden Fall nicht und wir aber auch nicht. Also nichts zu verlieren, wir sind auf dem Weg zum 200. Sieg, hoffe ich mal. Bin mal gespannt, 9 Stunden geht das Ganze hier noch und ich steige allerdings letzte Woche erst ein, also wechsle jetzt erstmal gerade kurz den Account und machen wir die zweite Attacke, erkläre ich euch dann auch, warum ich mir das so gedacht habe, dass wir den zweiten machen und vielleicht machen wir auch noch direkt einen dritten hinten dran. Bis gleich. Okay, ihr Lieben, gewechselt, endlich auf den richtigen, ich war nochmal auf den falschen Donnerbengel. Beim Donnerbengel nur ein kurzes Update, 61 Mauern, dann geht auch der auf Rathaus 12. Ich habe genug 11er im Petto. Wir haben sowieso einen 12er, also von daher können wir hier auch in dieser Range was zeigen. Ich wollte mir aber den Zerstörer hier angucken, The Destroyer. Und wir gucken mal. Und das ist ein kleiner Rusher. Okay, ich weiß nur noch nicht, wie wir vorgehen, ob wir hier gegen die Multis gehen oder gegen den Multi da unten. Oder gegen den Adler. Den Adler hat er natürlich ausgebaut. Ist klar. Ist ja immer so. Rest der Base ist, ich will jetzt nicht sagen Müll, aber Rest der Base ist Müll. Und das geht irgendwie hier so ganz gut. Okay, wir gehen mal rein. Mal sehen, wir gehen mal den Adler entgegen, glaube ich. Ich muss mal gucken. Clanbuch ist dahinter. Alles klar, hätten wir auch mit Luft machen können. Der hat ja so kleine Luftabwehren, ne? Mann, der hat echt so kleine Luftabwehren. Macht aber nichts. Wir gehen hier volle Lotte rein. Mit Riesenhexen und Bowlern. Einer Karre hier mit rein. Hier nehmen wir die Bowler ruhig mal so. Es müssen sowieso hier in der Mitte irgendwie die Hellen so ein bisschen reißen. So, da geht aber auch reichlich rein. Mein Warden steht nach unten. Wir müssen eigentlich reichlich Truppen mit reingehen. Wir müssen mal gucken, wo wir hier springen können. Vielleicht hier hinten. Mal sehen, ob wir überhaupt so weit kommen. Und auch hier rechne ich natürlich mit den Super Minions. Da sind sie auch schon. Okay, wo ist mein Warden? Oh, der ist hier hinten auf weiter Flur. Alles klar. Da unten am Rathaus müssen es in jedem Fall irgendwie die Hexen reißen. Müssen irgendwie die Hexen dort machen. Aber ist weg. Ist weg da. Okay. Alles klar, ich muss mal eben die Queen zünden. Dann haben wir noch ein paar mehr Truppen auf dem Feld. Aber die Single Inferno, da setzen wir doch ganz schön zu hier. Musste ich gerade mal feststellen. Da ist noch die Hexe dort, ein Minion dort. Oh, das wird eine enge Kiste, Leute. Das wird eine ganz, ganz enge Kiste. Aber die Queen ist noch am Start. Das ist allerdings auch ein Multi hier. Ein bisschen doof. Mal sehen, wann die anfangen zu ballern. Jetzt fangen die an. Dann legen wir die nochmal still. Mal sehen, ob die restlichen Truppen das hier noch rausholen können. Ein bisschen ist er noch am Start. Vor allen Dingen die Queen ist noch am Start. Wird jetzt aber auch beschossen. Komm, Inferno muss fallen. Dann ist die Sache auf jeden Fall geritzt. Dann haben wir ja die nächsten 3 Sterne drin. Und dann recken wir eben nach. Entschuldigt bitte, ich spreche so ein bisschen nach unten gerade. Dann werde ich wahrscheinlich auch immer ein bisschen leiser. Aber auch hier leichtes Spiel für, ich wollte gerade sagen, Roger Rabbit. Nee, leichtes Spiel für den Toti. Und dann nehmen wir uns den nächsten Elfer auch noch mit. Würde ich sagen, das wäre dann der Justin, weil hier unten, glaube ich, bin ich mir nicht sicher, ob der Dark Barbarian hier angreift. Aber dann habe ich meine Angriffe durch, denn danach wird es hier mit dem Thomas P. auch schon ein bisschen zu stark für mich als Elfer, zumindest um da 3 Sterne rauszuholen. Also nehmen wir uns lieber den, wo wir dann vermeintlich noch was schaffen. Und kommen aber ganz gut jetzt zu Rande. Haben auch 2 Dreier. Ich meine, die haben jetzt auch 2 Dreier unten bei uns. Mal sehen, was der Justin für eine Base hat für uns. Und der hat auch eine nicht so stark ausgebaute Base, meint man. Aber ich glaube, der ist noch nicht lange Rathaus Level 11. So würde ich es mal eher sagen. Da oben ist das Rathaus. Ist auf jeden Fall so ein bisschen, ja, mal sehen, ob da ein Tesla steht oder sowas. Und wir haben hier einen Multi dort und einen Multi da hinten. Okay. Und wir haben hier auch wieder die Clanburg. Ich denke mal, auch da kommen wieder Minions raus. Habe ich eigentlich eine Idee? Ich habe im Moment noch keine Idee, Leute. Noch keine Idee. Aber mal sehen. Ich fordere eben mal an. Wir bauen nach. Ich kann gleich in 5 Minuten erst wieder anfordern. Okay. Quick Train wir mal eben nach. Und ich hätte natürlich jetzt auch hier was von den Supertruppen mal nehmen können. Gar keine Frage, nehmen wir auch. Machen wir auch hier. Und zwar
Ein, zwei. Wir nehmen mal hier drei Stück von denen mit hier. Und dann passt das da rein. Passt das da rein. Eine Hexe, ein Bowler. Eins, zwei, drei. Warte mal. Machen wir lieber noch hier Magier mit drin. So. Ah, ne. Ohne merkwürdig. Ohne merkwürdig. So, 260. Jetzt passt es. Jetzt passt es endlich. Und so, dann haben wir hier wieder die 520. Dann können wir kurz mal bauen. Also Pekka Bobet gleich am Start. Und mal sehen, wie das wird gegen den Rathaus 11. Das ist nicht im 10er-Bereich, beziehungsweise im 11er-Bereich ist die Truppe eigentlich nicht schlecht. Aber gucken wir gleich mal, wie wir das hier live reißen gegen, nicht die Gleichgesinnten, aber die, die aus dem gleichen Start kommen. Womöglich zur gleichen Uhrzeit gesucht wie wir. Also auch Spätabendspieler. Kurzer Cut und dann bis gleich zum dritten Angriff. Ich habe mal die Gunst der Stunde genutzt und habe kurz mal mein Client abgedatet, denn es gab ein optionales Update. Also falls ihr den Ladebildschirm vom Clash of Wien noch nicht habt, müsst ihr einmal in den Google Play Store oder in den App Store von Apple und euch dort von Hand das Ding zu aktualisieren. Ich weiß gar nicht, warum das bei mir nicht automatisch geht. Ist aber nicht so schlimm. Ich habe jetzt gesehen, dass eigentlich der Dark Barbarian auch womöglich fertig ist, um diese Base hier anzugreifen. Aber den Justin HD, den mache ich jetzt erstmal. Was heißt eigentlich HD? Heavy Duty? Ich weiß es nicht genau. HD könnte Heavy Duty heißen. Und wir gehen dem Adler mal hier entgegen. Da hinten das. Ja, so genau weiß ich noch gar nicht, wie ich vorgehe. Das, was ich auf jeden Fall nicht habe, ist, ich habe kein Eisgolem. Okay. Ist aber nicht so schlimm. Und ich darf auch vor allen Dingen, das ist ganz, ganz wichtig, ich darf nicht vergessen, so, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir die drei einsetzen können. Ich würde sagen, wir nehmen die 1, 2. Die Heiler hier mit hinterher. Ich wollte gerade sagen, das Schlachtross fährt schon. Ola. Eine Queen. Und was? Oh, was hat er denn? Was hat er in der Clanburg? Oh, der hat in jedem Fall was anderes in der Clanburg, sehe ich jetzt gerade. Okay. Der hat auf jeden Fall was anderes in der Clanburg. Das schafft meine Queen hoffentlich auch. Jawohl. Das schafft die Queen. Meine Karre ist. Oh, meine Karre ist leider schon offen. Okay. Meine Karre ist leider schon offen. Und dann setzen wir hier hinten mal die Baddies. So, mal sehen. Da muss er gefrostet werden. Ob das noch funktioniert hier. 1, 2, 3. Queen bleibt bei mir. Ah, das sieht noch ganz gut aus. Leute, das sieht noch ganz gut aus. So, wir haben hier in jedem Fall noch einen. Haben wir hier hinten zweimal das. Wo sind wir hier außen? Da sind wir mit der Queen am Start. Okay. Können wir hier auch nochmal. Und dann hat auch das funktioniert. Perfekt. Läuft beim Tutti, würde ich sagen. gegen Gleichgesinnte. Oder halt gegen Freunde. Oder halt gegen, ja, aus dem gleichen Land. Oder wie es auch, glaube ich, im Thumbnail heißt. Gegen euch. Einfach mal gegen euch. Und wunderbar. Auch die drei Sterne hier reingefahren. Und damit haben wir zumindest wieder so einen kleinen Ausgleich, zumindest was das untere angeht. Der Donnerbengel selber ist noch nicht angegriffen worden hier unten. Dark Barbarian hat erstmal verteidigt und dann gucken wir mal, Maddy. Aber ich muss mit Avatar noch ran, ich muss mit Thorsten noch ran. Wie viele Prozente? 66, okay. Hat aber auch der siebte gemacht. Und der siebte ist auch gerade so ein Rathaus 14. Also eigentlich alles geschmeidig und locker. Ich hoffe, das Ganze hat euch ein bisschen gefallen, also gegen euch. Und ja, gar kein Clash of Clans ist auch keine Lösung. Also ich bleibe auf jeden Fall am Ball und spiele mit euch. Und ich wollte gerade sagen, ihr spielt einfach mit mir. Nein, ihr schaut mir einfach weiter zu, auch auf Twitch. Ich hoffe, dass ich morgen den Mid-Clash einhalten kann und sage, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen, ein Like da lassen und dann sehen wir uns in weiteren Folgen. Bis dahin, euer Toto. Clasht.